Hallo, vielleicht hat der eine oder andere schon von euch gehört, bei Amazon gibt es mittlerweile diese Babybox zu verschenken. Und zwar könnt ihr diese Angabe, diese Seite, die ich hier offen habe, ganz einfach erreichen. Gebt doch mal Babybox in der Suchleiste ein. Und dann taucht das hier oben gleich auf. Geht dann hier auf Amazon Babybox. Jetzt hat es auch geöffnet. Und das Ganze ist auch recht einfach durchzuführen. Ihr müsst erstmal eine Baby-Wunschliste erstellen. Ihr müsst ein Prime-Mitglied sein, das bin ich schon. Und ihr müsst mindestens für 25 € etwas einkaufen. Das geht allerdings auch nur, wenn ihr über diese Babyliste, die ihr dann erstellt, auch was bestellt. Das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich wollte nämlich was bestellen. Der Warenwert ist hier in Höhe von 25,99 €. Das ist so ein Mom Easy Start Anti-Colic-Baby-Flaschen-Set. Und das geht auch, wenn ihr jetzt irgendwie was für Freunde bestellen wollt. Also das könnt ihr euch gleich diese Babybox mitbestellen. Der Mindesteinkaufswert beträgt hier, wie angegeben, 25 €. So, dann wollen wir das Ganze doch mal einfach mal erstellen. Jetzt hier oben auf den Button klicken, jetzt ihre Wunschliste anlegen. So, voraussichtliches Datum, das könnt ihr ja alles mal eben eingeben. Das wisst ihr eventuell. Und das ja, sonst wäre es ja schon da. So, der merkt aber auch direkt, ihr Termin liegt in der Vergangenheit. So, ich möchte exklusiv Baby-Wunschliste, Angebote und Rabatte erhalten. Warum nicht? Auch den nehme ich gleich mit. Brauchen ja nichts auslassen. Und Baby-Wunschliste erstellen. So. Jetzt seht ihr hier mehrere verschiedene Optionen. Ich kriege auch gleich eine Mail, dass ich eine erstellt habe, also eine Baby-Wunschliste. Oben seht ihr dieses E-Mail-Zeichen. Ja, 2 Monate verbleiben, zählt gleich mit. Und die machen das natürlich auch aus eigenem Profit, damit ihr auch gleich wissen, dass ihr da was erwartet und euch entsprechende Sachen empfehlen können. Ich werde jetzt hier einfach mal nicht auf Produkte hinzufügen, sondern ich habe mir meine Artikel ja abgespeichert in meinem Einkaufswagen. Das ist das schöne Teil hier. Ich gehe jetzt hier einmal drauf und wenn ich runterscrolle, dann habe ich hier die Möglichkeit auf die Babywunschliste. Das seht ihr jetzt ganz unten den Button auf die Babywunschliste. Da klicke ich jetzt auch mal drauf und es ist hinzugefügt. Also, dann packen wir da noch was anderes drauf, wenn ich schon dabei bin. Das hat zwar nichts mit Babys zu tun, das bestelle ich aber gleich mit. Kriege ich das dahin? Ja, versuchen wir einfach mal. Das ist so ein Plusprodukt, da muss ich mindestens einen Bestellwert von 20 € haben. Das hatte ich jetzt schon seit ein paar Tagen auf meiner Liste. Das bestelle ich jetzt gleich mal mit. Nach kurzem Suchen habe ich das jetzt hier gefunden. Ihr müsst einmal auf diesen Menü-Button hier oben. Geht dann auf, also habt ihr mehrere Sachen, das sollte euch bekannt sein. Und hier unten haben wir dann jetzt mittig meine Dashboards-Buttons, darunter meine Baby-Wunschliste. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, habt ihr auch entsprechend hier eure Baby-Wunschliste und ganz unten sind jetzt die Artikel auch drin. Klickt nun auf diesen grünen Text schon im Einkaufswagen. So, ich packe die jetzt nochmal neu in den Einkaufswagen. Und dann ganz normal wie gewohnt zur Kasse gehen. So, ihr habt ja eure gespeicherten Adressen. Das zeige ich euch jetzt nicht unbedingt alles, was hier steht. Das sind ja meine privaten Daten. Die habe ich jetzt hier für euch ausgeblendet und dann an diese Adresse liefern. So, dann die Versandart. In dem Fall, ich habe ja eine Prime-Mitgliedschaft, kann ich direkt den Gratis-Premium-Versand auswählen und dann direkt kaufen. So, hier seht ihr nochmal eure Bankdaten. Auch hier habe ich meine Daten ausgeblendet. Das geht hier auch kein wirklich was an. So, insgesamt kostet der ganze Spaß 28,22 €. Jetzt gehe ich auf jetzt kaufen. So, jetzt hat es anscheinend alles geklappt.
Einkauf fortsetzen und ich gehe noch mal oben auf Babybox, klicke die an und hoffe, dass ich die jetzt kriege. So, also gehe ich wieder auf meine Wunschliste. So, und jetzt ist es nämlich interessant, ich kann hier erstmal noch nichts auswählen. Und wenn man sich die Beschreibung genau ansieht, dann steht hier drin, Schritt 3, kaufen Sie hier Babyprodukte im Wert von 25 Euro, bla bla bla. Schritt 4, erst nachdem die Produkte im Wert von mindestens 25 Euro verschickt wurden, können Sie die Amazon Babybox in Ihren Warenkorb legen. Und das heißt, ich kann es auch nicht machen, weil ich habe die Sachen wurden ja noch nicht verschickt. Ich habe sie ja gerade erst bestellt. Ja, und wenn ich dann den Rest gleich auch nochmal erledigt habe, also wenn die Ware verschickt ist, werde ich dann die Babybox mir zuschicken lassen und das werde ich euch dann auch nochmal filmen.